Guten Morgen, hallo und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich fange jetzt das Video an und habe schon verschlafen. Es ist schon spät. Ich wollte eigentlich eine Stunde früher aufstehen und es ist jetzt spät, aber ich nehme sie, wie es kommt. Und es halt so, wie es ist und möchte euch aber Danke sagen für all euer Verständnis, dass ich weiterhin eine Pause machen durfte, dass ich mich ausruhen durfte und dass ich mich nicht beeilen muss mit dem Video und so wird es auch vonstatten gehen. Jetzt habe ich gerade meinen Kleiner aufgetragen und werde mich jetzt zurecht machen und melde mich dann noch retour und begrüße euch nochmals. Bis später. Was mich beschäftigt, ist dieser Anschlag in Russland auf dieses Konzertlokal, auf dieses Partylokal mit diesen vielen Toten, und das ist von den ISIS organisiert und durchgeführt worden. Und sie und Putin sagt, das sei die Ukraine gewesen und das wird noch etwas auswirken auf ganz Europa. Und ich glaube, diese Terroristen werden auch Europa noch angreifen. Also wir müssen auch auf der Hut sein. Das hat mir ein bisschen Sorgen, macht mir ein bisschen Sorgen. Solche Sachen. Und das war ja gestern sehr aktuell in den Schlagzeilen oder in den Tempeln. TV und überall. Und Putin wurde vorgewarnt und er hat signaliert, er hatte nur seine Wahlen im Kopf und wie er die Ukraine für sich gewinnen kann. Und es ist schon schrecklich. Und jetzt gibt er das Ganze, schiebt er das Ganze der Ukraine in den Schlund. Und ich komme nicht raus, es ist alles politisch. Und aber es ist einfach, wenn es um Menschenleben geht, ist das nicht mehr lustig. Und es hat auch Kinder wieder, die gestorben sind. Und ich finde das nicht lustig. Ich finde das ganz traurig. Also ich finde das abstoßend. Und wie Menschen mit Menschen umgehen. Und es ist kein Mensch. Wir sind keine Menschen mehr. Nein, wir nehmen keine Rücksicht mehr aufeinander. Und ich sehe immer diese schlimmen Bilder. Und ja, und dann lenke ich mich ab mit YouTube und YouTube bringt auch so stumpfsinnige Sachen mit Temus. Jetzt fangen alle an, bei Temu einzukaufen, machen solche Holz und das ist alles Plastik und es geht alles dem Klimawandel entgegen, also fördert den Klimawandel noch mehr. Die Leute spinnen einfach. Sie spinnen total und ich habe nicht den Erfolg wie andere, ich habe das jemandem geschrieben, jemanden, der viel Erfolg hat. Und diese Person meinte, ich müsste halt auf TikTok gehen, dort hätte ich mehr Erfolg. Und das hat mich nochmals schockiert. Ich möchte ja niemanden dazu animieren, dass ich Anorexie habe und mich präsentieren bei den Jugendlichen, bei den Kindern auf TikTok, diese Idee schon. Da sieht man schon, was sie studieren, diese Menschen. Die studieren nicht, die studieren nur am Erfolg, sie wollten mir doch helfen, es ist ja lieb gemeint. Aber so etwas könnte ich nie verantworten, nie. Niemals, niemals. Das ist das Letzte. Und im Moment hat es ganz viele Accounts, also das wird mir zugespielt von YouTube, von YouTuberinnen, die Recovery machen und das mit Erfolg. Und die gehen alle in All-In, also die gehen nicht ins Spital, wie ich immer früher sprach, ins Spital gegangen bin. Ich weiß natürlich auch nicht ihr Ausgangsgewicht. Ich war damals, als es anfing, ich ging natürlich ganz krass runter mit dem Gewicht oder dem BMI bis zum 10. Und ich weiß natürlich nicht, wie das ist heute. Es ist ganz anders. Es ist ja ein Trend jetzt.
die Anorexie oder überhaupt eine Essstörung zu haben. Und ich finde das auch gefährlich, weil es ist eine gefährliche Krankheit, und dass das jetzt ein Trend ist. Und ja. Aber so ist es nun mal. Ich muss ja noch die Sonde spülen. Wenn ich den Anfang noch finde, da. So. Die Frisur muss ich noch machen. Ihr seht jetzt einfach den Tagesablauf, wie er ist. Aber eben dieses Mode-Recovery-Zeugs, es animiert Kinder zum. Auch in die Anorexie. Ich weiß es nicht. Es hat fast jede zweite hat jetzt ein Essproblem. So kommt es mir vor, und nicht so massiv, also sie gehen alle in All-In und werden so schnell, also schnellstmöglich gesund. Die sind vielleicht, ich weiß nicht, wie lange sie in der Anorexie sind. Auf jeden Fall geht das ruckzuck, zuck, zuck, und sie sind wieder normal. Ich knurze da 40 Jahre rum und schaffe es nicht. Ich weiß auch nicht, ich frage mich, was mache ich falsch, aber früher hat es ja das noch gar nicht gegeben, die sozialen Medien und alles. Es ist erst jetzt aufgetreten, früher war das alles noch neu. Ich habe nicht gewusst, was Anorexie ist, was Magersucht ist, was das heißt und überhaupt alles. Das Krankheitsbild war nicht so verbreitet wie heute. Heute hat es wieder wirklich fast jeder betroffen, der in den sozialen Medien sich bewegt. Und dann die doofen Männer, die einen belästigen die ganze Zeit. Das nervt mich auch so. Die Männer, jeden Tag deshalb bin ich weg von Instagram, weil ich immer wieder von Männern belästigt werde. Aber wirklich belästigt, richtig mit allem drum und dran, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Nur wegen einem Körper. Und dieser Körper ist krank und leidet, hat Schmerzen und komische Sachen. Das Hirn stimmt nicht mehr. Und sie schauen nur das Körper. Für die Männer ist eine Frau nur ein Körper und mehr nicht. Sie hat keinen Krebs, sie hat nichts im Kopf, nichts. Ist nur ein Körper. Das schockiert mich sehr und ich muss da ein anderes Band nehmen. Moment. Jetzt ist die Nachtwoche hereingekommen. Da bin ich meine Tabletten. Ich sehe es gar nicht. Und habe mir meine Tabletten gebraucht und die Sonde. Jetzt kann ich starten. Meine Lieblingsnachtwoche. Könnt ihr mal sehen, was ich wieder für eine schöne Fee habe auf meiner Sonne. Sie macht es immer so, dass man es so schön sieht. Ist das nicht schön? Sind wir nicht beide schön, wir Feen? Ich habe heute jetzt nur schnell mein Augen-Make-up gemacht. Mit einer Farbe und einer Innenfarbe und sonst nichts. Nur schnell, fertig. Und das ging gut und ich bin zufrieden. Man braucht gar nicht immer so viel. Ich habe viel zu viel. Ich habe so viele Paletten, aber es hat sich jemand gemeldet für eine Beautybox, aber es hat sich dann nicht mehr gemeldet. Wahrscheinlich wegen dem Porto. Aber ich kann leider halt die Beautyboxen nur in der Schweiz versenden. Das machen ja auch die deutschen Influencer. Die verschicken nie eine Beautybox in die Schweiz, weil wir haben so ein hohes Porto. Es ist von 30 nach aufwärts, also aufwärts. Es ist sehr teuer, die Schweiz. Die Schweiz ist unmöglich. Es ist schade, aber ich würde euch gerne mehr Beauty-Sachen geben, aber ich habe das Geld nicht, wenn ich das Geld hätte. Aber wenn jemand in der Schweiz, von der Schweiz zuschaut und Interesse hat, müsste das noch aufschicken, hineinschicken, dann immer schreiben, mich anschreiben auf Instagram, hier oben die Adresse, und ich schicke euch gerne ein Beauty-Paket. Ich habe so viele Paletten. Ich teste sie ja nicht wie andere, oder ich teste sie auch wie andere
Beauty-Influencer oder Beauty-YouTuber, aber ich teste sehr wenig. Ich bin einfach, ich habe sie einfach gern. Ich liebe das. Ich liebe Farben und wenn ich neue Farben sehe, neue Texturen, dann muss ich es ausprobieren. Es kostet auch Geld und ich möchte es teilen. Ich möchte nicht alles für mich brauchen. Ich möchte es teilen. Ja, und wir leben ja hier so im Überfluss. Wenn ich denke, wie ihr seht, ich habe mich umgezogen. Ich weiß auch nicht, ich fühlte mich einfach nicht wohl. Und jetzt habe ich mich umgezogen, die Sonne läuft und ich warte jetzt auf das Personal, das mir einen Kaffee bringt und die restlichen Medikamente, die via Sonde kommen. Das Wetter ist noch nicht besser. Und was ich da alles gesagt habe, ich habe viel gelabert, ich habe es jetzt gerade gehört, aber ich möchte dieses Video jetzt doch schon beenden, damit es nicht zu lange wird und ich weiß nicht, ob es das Video ist, das jetzt gut ist, aber es ist ein Anfang, es ist jetzt ein Anfangsvideo, es kommen wieder andere Videos, wenn ich wieder klarer bin, ich bin noch ein bisschen am Suchen. Und wer ich bin, wo ich bin, wo ich stehe, was abgeht. Es geht so viel im Moment, es ist so unruhig auf der ganzen Erde und ich möchte die Ruhe wieder und ich möchte die Normalität zurück. Ich sehne mich nach der Kindheit. Nein, ich sehne mich nicht nach der Kindheit. Ich weiß es auch nicht. Ich denke einfach an alle Menschen und ich danke euch nochmal für alle Zuschriften, für eure Geduld mit mir. Ich bin ja so ein Chaot und ein Doido. Ich sage, in Brasilien sagt man Doido. Und ihr steht trotzdem noch zu mir und ich danke euch viel mal. Ich danke euch für jedes neue Abonnement. Man darf mich auch weiterhin abonnieren. Das ist immer erlaubt. Ich bin nicht mehr drauf, dass ich jetzt 1000 Abonnenten brauche. Ich bin einfach glücklich, wenn ich mehr Abonnenten bekomme. Vielleicht kann ich dann auch mal etwas verdienen. Aber ich möchte das nicht in den Fokus stellen, sondern ich möchte gerne Videos machen, mit euch zusammen sein. Das ist mir wichtig. Euch eine Freude bereiten, auf irgendeine Art. Ihr dürft auch wünschen, was ihr wollt. Wir können auch wieder nach draußen, wenn es wieder schöner wird, gehen wir wieder nach draußen und genießen die Natur und das Leben draußen. Wie immer in diesem Zimmerchen. Ich habe es langsam satt, dieses Zimmerchen. Es ist immer das Gleiche. Ich sehe immer das Gleiche. Es ist wie im Gefängnis, aber ich habe nichts verbrochen. Das ist der Unterschied. Aber trotzdem ist es wie im Gefängnis. Es ist immer hier im Zimmer. Ich komme nicht viel weiter. Manchmal geht es ein bisschen nach draußen, aber nicht oft. Und das ist mein Ziel, dass ich wieder mehr nach draußen komme, dass ich die Kraft, ich bin wieder besser, mir geht es wieder besser und so kann ich die Kraft auch wieder anwenden und verbrauchen. Und neu starten. Ich bin gespannt, was die Ernährungsberatung sagt, wenn sie mich sieht. Ob sie sagt, top oder flop. Ich weiß es noch nicht, aber ich denke, sie sagt top. Ich habe ein gutes Gefühl, weil ich auch die Sonne immer eingenommen. Ich habe mich gestärkt und ich fühle mich auch stärker. Und jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, als euch eine schöne Woche zu wünschen. Ich werde mich melden nächste Woche wieder mit einem Video. Ich werde das machen, dass das Video nächste Woche steht. Ich freue mich darauf und sonst hört ihr einfach irgendetwas von mir. Aber ich melde mich ganz sicher. Jetzt war es halt einfach wieder so ein alltägliches, was ihr schon kennt. Ich habe kein Thema, ich bin noch nicht so weit, dass ich
jetzt ein Thema aufgreifen kann. Mein Geist ist noch nicht so weit, weil er viel schläft. Er schläft die ganze Zeit. Aber trotzdem, ich konnte irgendetwas euch mitteilen. Ich hoffe, ihr habt etwas herausziehen können. Passt einfach auf mit dem Essen. Es ist auch so, dass man auf so vieles allergisch reagiert. Also wir in der Überflussgesellschaft haben so viele Lebensmittel und wir reagieren oft auf verschiedene Lebensmittel und können sie dann nicht essen und weichen ab auf das und auf das und auf diesen Zusatzstoff und das und das, und das brauchen wir ja alles nicht. Wenn wir denken, wie andere leben müssen, wir brauchen das nicht. Wir können ganz normal uns ernähren. Das ist eigentlich das Gesündeste. Was der Körper verlangt, das können wir auch uns zu uns nehmen und nicht dieses Ergänzungsnahrungsmittel, diesen Zusatzstoff, dass es uns besser. Wir sind gestört, unser Leben ist auch gestört, einfach auf eine andere Weise, wie denen alles genommen wird und die ums Überleben in dieser Konsumgesellschaft. Das ist schon schrecklich. Ich schäme mich, aber ich bin hier und ich muss mich auch mit diesem hier auseinandersetzen. Und ich möchte euch jetzt Danke sagen nochmals. Und wenn euch das Video gefallen hat, dürft ihr mir gerne ein Däumchen nach oben geben. Ihr dürft mir auch einen Kommentar schreiben, da freue ich mich immer sehr. Ich wünsche euch einen schönen Palmsonntag. Der ist dann schon vorbei, wenn das Video hochkommt. Vielleicht kommt es heute schon auf YouTube, ich weiß es nicht. Ich fange jetzt gerade dann an mit dem Bearbeiten. Und dann wünsche ich euch eine ganz schöne Woche. Bleibt gesund und schaut gut auf euch, schaut auf die Umwelt, schaut auf die Blumen, die kommen, schaut auf das Schöne. Und denkt an das Schöne, an das Positive, auch an die Kultur. Die Kultur ist wichtig in unserem Leben. Weil so vieles traurig ist, brauchen wir auch die Kultur als Gegensatz. Also, das ist Musik, das ist Theater, das ist Kunst, das ist Komik, das ist verschiedene, also nicht Games oder so. Vielleicht braucht jemand auch Games, ich weiß es nicht, für mich ist es nichts. Aber einfach etwas Schönes, das der Seele wohl tut. Schaut eurer Seele und lebt im Heute und macht euch nicht so viele Gedanken, so wie ich. Das treibt einen nur ins Gute. Ihr solltet ans Gute denken. Wenn man ans Gute denkt, dann wird es auch wieder gut. Wir müssen einfach stark bleiben und an alle denken und alle miteinander sein. Wir sind eine Gruppe auf dieser Erde, eine Riesengruppe. Wir leben alle zusammen auf dieser Erde, in verschiedenen Kontinenten. Aber wir sind alles Menschen und wir bestehen alle aus dem Gleichen. Wir gebären und leben unser Leben so dort, wo wir geboren sind, und sterben dann wieder. Es ist ein Kreislauf und es ist die Natur, und wir müssen uns das nicht zerstören mit Geld und Materialismus und Kriegen und einfach alles Zerstörerischen. Schauen wir wirklich aufs Schöne. Das ist mein Schlusswort. Ich danke euch und hab euch lieb. Ich umarme euch. Ihr dürft mich abonnieren, wenn ihr Lust habt. Welches schon mal gesagt habe, dann vergesst es wieder. Ich sage vieles, ich weiß es nicht mehr. Bei mir geht so viel, ich kann es mir nicht mehr merken. Mein Kopf ist nicht mehr so fit deshalb. Aber jetzt sind schon wieder 8 Minuten. Das Video wird viel zu lang. Also mache ich Schluss. Ich umarme euch und sage Tschüss. Bis bald. Eure Franziska. Vielen Dank. Tschüss.